Sei mir nicht böse, Ludwig, dass ich gestern nicht zu deiner Oper gekommen bin. Aber ich habe den Abend anders nutzen müssen. Es war recht schwer, aber jetzt sind wir soweit. Der Krieg kann kommen, wenn der Herr von Bismarck es will. Meine Herren, dank dir, Ludwig. Leb wohl. Leb wohl, Franz. In Gedanken. In den Wolken. Das ist ja kein Theater mehr. Das ist ein Monument. Ich weiß auch schon, wo ich stehen will, Frank. Auf der Uferhöhe der Isar. Wissen Sie, wo ich meine? Umgeben vom schönsten Garten von Deutschland. Wagner, freuen Sie sich. Ich habe Angst. Oh, das kenne ich. Das Lampenfieber war etwas unüblich, nicht wahr? Aber jetzt nach dem Sieg von Tristan. Man wird mir vorwerfen, dass ich sie ausbeute, dass ich sie arm mache. Haben Sie irgendetwas läuten hören, was diese fantastische Musikhalle kosten soll? Man spricht von 6 Millionen. Ich kann das nicht mehr verantworten. Seit einem Jahr geht das schon so. Lauter Rechnungen an Herrn Wagner. Hier, 18.000 Gulden, 40.000 Gulden, 200.000 als Darlehen maskiert. Hier, 30.000 für Aufführungsrechte an Werken, die noch gar nicht geschrieben sind. Parsival. Können Sie sich was darunter vorstellen? Ich habe hier auch noch einige Rechnungen für die Hofkasse. Sänger, Dirigenten, französischer Damas für sein Haus. Das ist langsam ein öffentlicher Skandal. Tja, man singt ja schon Spottlieder auf ihn und den König in den Bierkellern. Grässlich. Grässlich, diese Musik. Bitte, Pfistermeister, stellen Sie Herrn Wagner eine Anweisung aus. Wie viel wird der Meister selbst bestimmen? 30.000. Was heißt denn das? Ihr Geld, die Gulden. Das ist doch absurd. Ich will mein Geld in Scheinen. Auf Anweisung von Herrn Pfistermeister dürfen wir das Geld nur so auszahlen. Das ist eine Teufelei von diesem Herrn. Eine abgefeimte Schurkerei! Lassen Sie die Säcke zurückbringen. Ich komme wieder. Nein, Sie müssen schon mitnehmen. Jetzt ist schon abgebucht. Ich kann doch damit nicht durch die Stadt fahren. Ist das nicht der Wagner? Natürlich. Das ist ja schon der Wagner. Da kann er wieder der Musi hinmachen jetzt. Das ist dem Ludwig seine Lola Montes. Herr Wagner, singen Sie uns was, gell? Ja, für das viele Geld können Sie uns schon was singen, nicht? Sag mir, um Gottes Willen, was bedeutet das alles, Bescheid? Sie wollen mich demütigen. Sie wollen mich unmöglich machen. Aber ich werde diese Kreaturen hinwegfegen. Diese Neidlinge, Pfistermeister und Hohenfels, das ganze Ministerium, diese Knechtseelen sollen sich noch docken vor mir. Ich werde sie mit ihren eigenen niedrigen Mitteln schlagen. Mit politischen Mitteln. Aber nein, Richard, bedenke deinen Namen. Nein, nein, nicht unter meinem Namen, Cosima. Unter Alberich Sternkappe. Bitte, schreib. Wir halten es für unsere Pflicht, die Bevölkerung Bayerns vor einer gewissen selbstsüchtigen Clique in der engsten Umgebung unseres Königs zu warnen. Das ganze Land. Das ganze Land. Meine Herren, das ganze Land wird noch einmal froh sein, wenn die Welt zum Werke von Richard Wagner nach München pilgern wird. Sie sagen 6 Millionen, Sie wissen ganz genau, dass die Vorbereitung für einen Krieg 50 Millionen und mehr kosten. Ohne das Land und Ministerium mit der Wimper zu. Das Festspielhaus aber kostet 6 Millionen. Majestät, es handelt sich nicht nur um die Sache, sondern auch um die Person. Die ganze Lebensart und Lebensführung dieses Herrn Wagner sind eine einzige Herausforderung. Alle bayerischen Stände haben ihre Vertreter entsandt. Das ganze Vorzimmer, Eure Majestät, ist voll von Leuten. Wir halten uns für verpflichtet,
die Aufmerksamkeit Eurer Majestät auf zwei Dokumente zu lenken. Das erste ist ein Brief, der das Privatleben des Herrn Wagner betrifft und den wahren Charakter seines Verhältnisses zur Gattin seines besten Freundes, Frau Cosima von Bülow. Herr von Pfistermeister, ich habe mich öffentlich dafür verbürgt, dass diese Gerüchte nichts sind als gemeine Lügen. Genügt Ihnen das? Ich bitte Euer Majestät, diesen Brief zu lesen. Und diesen Artikel aus der Münchner Neuesten, den dieser Herr Wagner unter einem Pseudonym geschrieben hat. Er versucht darin, die Minister, die Euer Majestät mit ihrem Vertrauen beehrt, lächerlich zu machen und ruft dazu auf, sie zu stürzen. Euer Majestät verschwenden Ihre Gunst an einen Unwürdigen, einen Nichtswürdigen. Ich danke Ihnen. Richard, der König. Endlich. Er kommt zu mir. Das ist die Rettung. Ich habe es gewusst, Cosima. Parzival lässt nicht von seinem Gral. Nein, nein, bitte, bitte, bleib doch mal. Du hast ihm doch gesagt, dass wir nicht... Mein König, Sie retten mir zum zweiten Mal mein Leben. Ja, 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 wir wollen nicht davon sprechen, es ist zu klein, aber dass Sie sich heute zu mir bekennen, ich kann es Ihnen wie immer nur in meinem Werke danken. Parzival ist im Entstehen die Krone meiner Werke und Sie, mein König, Sie haben mich dazu inspiriert. Und von Ihnen soll es der ganzen Welt Kunde geben, in den reinsten, geheimnisvollsten Klängen, die so sind wie Sie. Nicht von dieser Welt. Wenn ein Gralsritter seine Reinheit verliert, Wagner. Wie? Wie stehen Sie zur Frau Ihres besten Freundes und Helfers? Wie stehen Sie zu Frau Cosima von Bülow? Ich habe Ihnen gesagt, dass dieses Netz von infamen Lügen... Nein. Ich kann nicht anders, verdammen Sie mich. Ich liebe Cosima. Und ich werde Sie zu meiner Frau machen. Ich habe nach unendlichen Leiden endlich eine Seele gefunden. Und Sie haben auch anonyme Zeitungsartikel geschrieben gegen meine Herren Minister, ja? Ja. Dann bitte ich Sie noch heute, mein Land zu verlassen. Ich habe von Ihnen nur Liebe und Güte erfahren. Was Sie eben gesagt haben, ist nicht wahr. Und das weiße Spielhaus. Und der Ring der Nibelung. Der Parzival. Ihre Werke ebenso wie meine. Ihr Werk wird bleiben, Wagner. Sie nicht. Ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich das ertragen werde, aber ich kann Sie nicht länger halten. Gehen Sie. Dann, Eure Majestät, meine Hochachtung vor Zwergen und Nachtgelichter. Meine Reverenz vor Nackern und Schlangen, die es vermocht haben, einen König sich selber untreu werden zu lassen. Nicht eine Minute will ich noch länger bleiben. Cosima, wir reisen. Man soll packen. Wir reisen in die Schweiz, wo es keine Fürsten gibt. Nein, Richard! Thank you.
die Untertänigst um Verzeihung, Eure Majestät, aber Graf Holmstein lässt sie nicht ab. Das Kabinett bittet Eure Majestät, sofort in die Residenz zurückzukehren. Bismarck ist in Sachsen einmarschiert. Das ist der Krieg. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, Sie standen vor vielen Jahren da unten mal in der Halle. Ich war vielleicht ein Bub von 6 Jahren, ich rutschte das Treppengelände hinunter und fiel direkt vor Ihre Füße. Erinnern Sie sich? Und da hoben Sie mich auf. Ich war dabei auf die Steine gefallen, Sie hatten Angst um mich und ich fühlte, dass Sie mich liebten. Ja. Sie alle, meine Herren, haben mich irgendwann einmal Ihre Zuneigung versichert. Und jetzt brauche ich sie. Ich möchte das nicht unterschreiben. Wir haben keine andere Wahl, Majestät. Bismarck hat die Lawine ins Rollen gebracht. Sie wird vor den Grenzen Bayerns nicht Halt machen. Auch dann nicht, wenn wir neutral bleiben. Dann erst recht nicht. Wir müssen diesen Krieg führen. Von der Tann. Wir sind gezwungen, Majestät. Ich sehe keine mehr. Max, den Wagen, wir fahren zurück nach Berg. Ich bitte Euer Majestät, die nächsten Tage in der Residenz zu bleiben. Es wird erwartet, dass Euer Majestät zu den ausziehenden Truppen sprechen. Wollen Sie, dass ich das tue, Hohenfels? Wollen Sie, dass ich sage, Soldaten, ihr zieht jetzt hinaus in einen Krieg, ihr werdet auf eure Brüder schießen, eure Brüder werden auf euch schießen, weil das Schicksal es will? Das Schicksal und ein paar Herren hüben und drüben. Sie haben es sich nicht leicht gemacht. Sie haben Bedingungen ausgehandelt, Verträge konzipiert. Diese Hand hat mit unterschrieben. Jetzt holt man euch von euren Äckern und Wäldern in Bayern wie in Preußen. Morgen schießt ihr aufeinander und ich, der König, soll euch aufmuntern. Ich soll euch zurufen, habt keine Erbarmen mit euren Brüdern, die eure Feinde sind. Eure Feinde, die eure Brüder sind. Ich will euch nur eins sagen, dem von euch bestimmt ist, zu sterben, dem möge sein Tod leicht sein. Er möge mir verzeihen, wenn er kann. Wollen Sie, dass ich das sage? Dann rufen Sie mich.